Liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich aus einem neuen Mike Frey ADHS YouTube Weekend. Vlog, Vlog. Mein Talk ADHS hat sich viel geändert. Ich bin ja schon ewig nicht mehr durch die Berge gelaufen, durch die Wälder und habe einfach ein bisschen über ADHS gesprochen. Machen wir heute wieder mal, weil ich mache das jetzt auch schon 4,5 Jahre, so, hä? Und vielen Dank für alle Abonnenten, wo immer noch schauen. Und für die einen ist es was, sowas zu schauen wie von mir, und für die anderen ist es einfach nichts, ne? Und ja. Es muss niemand schauen, wenn niemand will. Ich habe Freude, wenn schon einer das schaut. Und letztes Mal hat mich einer angesprochen. Grüße an Ivan aus Litau oder aus Bühl. Ivan, wenn du das siehst. Geiler Typ. Ist das herrlich, Leute. Das ist so eine schöne Aussicht. Ich zeige sie euch mit der Drohne. Let's go. Homeoffice wäre nice hier, auf diesem Teil hier. Hä? Was meint ihr, hier auf dieser Hängematte? Yes, yes, Homeoffice. Ja, ja. Mal meine Frage so an alle, die Homeoffice macht, von euch. Wenn jemand Homeoffice hat, fällt euch das einfach, fällt euch das schwer mit ADHS? Habt ihr irgendwelche Tricks und irgendwelche, ich weiß auch nicht was. Schreibt es mal unten hin. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es in einem Café geht, aber ja. Weil das ist so das Einzige im Leben, wo ich jetzt eigentlich perfektioniert habe, dass ich eigentlich rein theoretisch für mich auch ins Ausland gehen kann oder so. Weil ich dann, wenn das alles so ist, wie es jetzt ist und so, über dann auch eigene Rechnung stellen kann. Aber das Risiko ist einfach, dass ich nichts mache zu Hause mit ADHS. Das ist mega das Risiko und die Angst. Hä? Hä? Ich denke, Homeoffice kann ganz geil sein, wenn ihr alles aufgeräumt habt, eine genug große und ruhige Wohnung habt, wo ihr wirklich keine Wegepartner habt, keinen Ärger habt, nichts. Die andere Frage ist aber auch so, in Copangan oder jetzt in Mexiko, in Tulum oder so, wo die ganzen Digital Nomad sind. Ist jemand von euch Digital Nomad und hat ADHS? Weil es gibt ja viele von denen. Wie ist es denn in einem Bungalow, ohne Klimaanlage, mit Laptop zu lernen? Oder was ich auch nicht verstehe. Gut, es kommt natürlich darauf an, was du machst als Job. Michael, hallo? Trink was hier. Ich hoffe, das gibt Wirkung hier.
Herrlich, hä? Homeoffice, wie ist das bei euch? Könnt ihr mir das erklären? Homeoffice und ADHS. Wenn wir jetzt hier am Lagerfeuer sitzen, so, hä? Wie geht bei euch Homeoffice? Wie geht das? Das ist doch ganz speziell, Homeoffice. ADHS und Homeoffice kann doch gar nicht funktionieren, irgendwie, nicht? Aber ich werde einen Plan machen für euch. Boah, jetzt habe ich einen Reh gesehen. Boah, mega schön. Jetzt habe ich einen Reh gesehen, so, über die ganze Dings. Boah. Ich werde euch zeigen, dass Homeoffice auch geht. Mit am Morgen laufen, mit gutem Essen, mit Müsli und so weiter. Das muss gehen. Yes, Leute. Also schreibt mal unten hin, wegen Homeoffice, wie ihr das seht. Ob das bei euch in Deutschland auch so modern geworden ist. Ob ihr das besser könnt mit ADHS und Homeoffice. Ja, die Selbstständigkeit und ADHS, ich denke, das ist so ein Thema. Muss ich gar nicht viel mehr sagen. Schreibt mal unten hin, wie ihr das seht. Hä? Ja Leute, ich denke, wenn man im Homeoffice oder einfach auch hier in den Bergen arbeiten kann, dann sollte man das machen als ADHSler, weil ich werde es mal ausprobieren, wenn ich den Laptop hier hinnehme, wie konzentriert ich bin. Aber ich denke, dass das eventuell ein Lifehack ist. Oder ja, am Meer oder so. Schreibt einfach mal unten rein. Vielleicht ist zu Hause schwierig, weil zu Hause bin ich dann immer wieder, will ich staubsaugen, will ich dies, will ich waschen, will ich das. Kaffee rauslassen. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt extra auch heute noch ein bisschen in die Natur gegangen, weil ich dann wieder viel drin bin im Büro. He? Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche, Leute. Ob im Homeoffice, ob auf der Baustelle, ob in den Bergen. Wir hören uns. Bye, bye.